die ganzen zugesagten Spenden weg. Sie schafft es einfach nicht. Wer? Na, Kim. Ich? Vielleicht habe ich sie doch überschätzt. Ich meine, diese Doppelbelastung ist natürlich nicht ohne. Tja, es hat nicht jede Frau einen Zimmermann. Hallo, was soll das heißen? Ich bin auch noch hier. Wie viel Geld fehlt denn überhaupt? Naja, vergiss es. Wir sollten unbedingt mit dir sprechen. Hast du gesehen, wie die drauf ist? Hallo! Könnt ihr bitte mal aufhören, so zu tun, als wäre ich unsichtbar? Ich glaube, ich habe die Lösung. Die Lösung? Du? Und wie soll die aussehen? Hast du vielleicht im Lotto gewonnen? Das Zentrum kann finanzielle Hilfe wirklich gut gebrauchen. Ja, genau. Ja, das wäre toll. Gut. Gut, Herr Dr. Palminger, dann würde ich mich wieder bei Ihnen melden, ja? Ja. Genau, grüßen Sie Frau Jansen von mir. Wiederhören. Moritz, was ist denn? Ich habe hier zu... Kommissarin, ja? Zimmermann, Lennart Jetzin, SEK. Freut mich, mein Kollege Brenner. Brenner, da drüben ist Alarm. Wir sind gebrieft. Einsatzzentrale im Ladengeschäft, Kamera davor. Wir haben 2 Scharfschützen, 4 Mann für den Zugriff. Ist das Haus schon evakuiert? Ja, habe ich veranlasst. Sehr gut. Was wissen Sie über die Situation im Laden? Sicher wissen wir bisher nur von einer Geisel. Kriminalkommissarin Kim Novak. Sie ist eine Beamtin aus meinem Team. Sie war privat da. Oh Gott. Wir sind öfter hier. Mittagspause. Als ich angekommen bin, war die Tür abgeschlossen. Kim war schon drin, gefesselt. Verletzt, aber bei Bewusstsein. Vermutlich hat man sie niedergeschlagen. Und der Besitzer? Den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Hat er schon irgendwelche Forderungen gestellt? Bis jetzt nicht, nein. Son hat mit der Sache ganz sicher nichts zu tun. Das ergibt keinen Sinn. Sinn ergeben für mich nur Fakten, nicht irgendwelche Vermutungen. Und Fakt ist, dass Kim und ich den Mann seit ein paar Jahren kennen. Warum sollte er Kim niederschlagen? Pass mal auf, Kollege. Es geht hier um die Kalkulierbarkeit von Risiken. Und wenn es dir an der emotionalen Distanz fehlt, weil eine der Geiseln deine Kollegin oder deine Freundin ist, dann solltest du dich besser raushalten. Emotionen schaden nämlich. Was uns aber nützen könnte, ist, dass wir deine Beamtin drin haben. Vorausgesetzt, sie verhält sich etwas professioneller. Ich bin mir sicher, Ina, dass alle... Ob das da drin meine Kollegin oder meine Freundin ist, tut überhaupt nichts zur Sache. Moritz. Aber eins ist sie ganz sicher nicht. Teil deiner beschissenen Kosten-Nutzen-Rechnung, okay, Kollege. Okay, das reicht jetzt, Moritz. Beruhig dich. Vielleicht ist ja noch jemand in dem Laden, den mein Kollege bisher bloß nicht gesehen hat. Im Laden tut sich was. Scheiße. Verdammt. Liebe 1, Status? Auf Position. Freie Schussbahn. Ist das der Besitzer? Sie können ihn nicht einfach abknallen. Wir knallen nicht einfach irgendjemanden ab. Aber wenn er damit fertig ist, was er jetzt tut, dann machen wir gar nichts mehr, weil wir nämlich nichts mehr sehen. Wenn das der Geiselnehmer ist, dann ist es unsere letzte Chance. Aber wenn tatsächlich ein Geiselnehmer in dem Laden ist, den wir bisher nicht gesehen haben, dann würden wir einen Unschuldigen verletzen. Ihre Entscheidung, Frau Zimmermann.